Hallihallo, liebe Zuschauer, und willkommen zu meinem Bewerbungsvideo für das GT-Turnier, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist eine Art Battle-Turnier für Let's Player. Das bedeutet, verschiedene Let's Player treten gegeneinander an und laden gegenseitig Videos hoch. Und dann wird später entschieden, wer der bessere ist oder wer die besseren Videos hochgeladen hat. Der Sieger bekommt dann irgendeinen Preis, keine Ahnung. Hat sich ganz interessant angehört und ich dachte mir so, Mensch, bei sowas hast du ja noch nicht mitgemacht, das kann ich ja mal tun. So, ja, in dem Informationsvideo wurde gesagt, man soll einfach irgendwas zocken, was man gerne macht und keine Ahnung. Und daher, dass ich halt so ein Minecraft-Freak bin, dachte ich mir, ja, zocke ich halt einfach mal Minecraft. So, zum Rest komme ich dann gleich noch, was ich dann noch dazu sagen wollte. Was aber auch noch gesagt wurde im Video, ist, dass man vielleicht die anderen Let's Player, die, sag ich mal, auch jetzt dran teilnehmen, vielleicht so ein bisschen dissen kann und weiß nicht, vielleicht die ein bisschen anmachen kann oder sagen kann, was an denen schlecht ist, keine Ahnung. Aber das kommt mir ein bisschen bescheuert vor, weil ich denke mal, das ist jedem selbst überlassen, ob er jetzt jemanden gut findet oder nicht, weil jeder steht auf was anderes. Leute werden jetzt sagen, du bist voll scheiße, ey, du machst Minecraft, ey. Und dann gibt's andere, die sagen, du bist voll scheiße, du machst, keine Ahnung, Penis zeigen oder was. Was weiß ich, was die Leute ja alles so machen auf YouTube. Deswegen denke ich mal, ist das jedem selbst überlassen, das zu entscheiden. Und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich habe nämlich gesehen, dass die meisten Teilnehmer bei diesem Turnier alle Call of Duty gezockt haben. Und deswegen habe ich mir mal den wunderschönen Pflanzenmod hier installiert. Das heißt, ich kann jetzt ja auch voll ein auf Call of Duty machen. Boah, ist das laut. Und hier ein paar Viecher abschießen. Dachte ich mir, das wäre ganz lustig. Stirb! So. Weil ich meine, ich muss ja, wenn überhaupt, dann hier auch mithalten können, wenn die schon alle Call of Duty machen, dann muss ich ja hier auch so ein auf Ultra machen. Hier. Komm schon. Bäm. Boah, ist voll weggeflogen. Ultra. Boom. So, nee. Keine Ahnung. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist zu den einzelnen Let's Playern. Ich habe mir die mal angeschaut. Ich möchte jetzt ungern irgendwie hier irgendwelche Leute beleidigen oder sagen, der ist voll schlecht und der kann das ja gar nicht. Und keine Ahnung. Das, denke ich mal, könnte man auch mit, sag ich mal, konstruktiver Kritik lösen. Und deswegen habe ich mir da so ein paar Beispiele mal rausgesucht. Fangen wir doch einfach mal mit dem The Koftings oder Kuftings oder Kufings oder irgendwie so heißt der, keine Ahnung, an. Der hat ein Video hochgeladen, wo er Slender gespielt hat. Und nicht er selber hat kommentiert, sondern dieser komische Google-Übersetzer oder was das da ist, keine Ahnung, hat da kommentiert. Boah, wie die weggeflogen ist. Und hat dann halt diesen komischen Google-Übersetzer da kommentieren lassen. Das Video ist an sich ganz lustig, aber jetzt mal ernsthaft, das hat doch nicht wirklich viel mit Let's Playen und Kommentieren zu tun, wenn man da diesen komischen Roboter quatschen lässt. Also, ohne jetzt denjenigen dumm anmachen zu wollen, aber ich finde es ziemlich lächerlich und meiner Meinung nach dürfte das auch gar nicht gewertet werden, weil das ist ja keine Eigenleistung von dem, sondern der musste dann noch ein bisschen den Text eintippen und diesen komischen Spasten da quatschen lassen und dann war das auch schon gelaufen. Naja, egal, kommen wir mal zum nächsten. Dann haben wir hier noch den Gaming Darksides. Der war eigentlich ganz standardmäßig okay, aber war halt etwas leise, also man hat ihn nicht so wirklich verstanden. Da könntest du vielleicht nochmal gucken, dass du ein bisschen was am Mikro einstellst, dass man dich ein bisschen besser versteht. Ich dachte mir einfach, ich mache jetzt hier so ein bisschen konstruktive Kritik, weil ich meine, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Leute zu flamen. Ich bin auch nicht der Typ dafür, muss ich sagen. Deswegen dachte ich mir so, Mensch, dann kannst du doch einfach mal die ganzen Leute dir mal anschauen und mal so ein bisschen bewerten und deine Meinung einfach mal dazu sagen. Weil letztendlich entscheidet ja ihr, also je nachdem, was ihr jetzt von diesem Video haltet, und natürlich auch diejenigen, die das Turnier hier leiten. Und deswegen kann ich da sowieso nicht viel zu sagen, außer meine Meinung. Oh, es leckt gerade. Hupsala. Dann gibt es noch den Kalimo Games. Das fand ich auch sehr lustig. Es wurde gesagt, ja, jeder soll ein Video machen, wo er irgendwas zockt und sich präsentiert. Keine Ahnung, was macht er? Er macht einfach einen chilligen Hintergrund und labert mal eben, ja, ich bewerbe mich jetzt hier, bla bla bla, und Ende. Das fand ich auch sehr lustig. Das hat dann war mal wieder was ganz anderes. Fand ich jetzt auch nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht so überragend. Ein bisschen langweilig vielleicht. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Ballerei. Hier sind nur leider keine Viecher mehr da. Das ist ein bisschen doof. Naja. Dann gab es noch den Kaden oder Kaden 1990. Und da muss man mal wirklich gerade sagen, die Audioqualität ist ja wirklich nicht so das Wahre. Also da sollte man wirklich nochmal schauen, dass man das noch ein bisschen besser eingestellt kriegt, sag ich jetzt mal. Weil das hat so ein bisschen geklungen wie so ein Typ, der eine Kloschüssel quatscht. Nein, Entschuldigung, das war jetzt so auch nicht gemeint. Und ich wurde gemoved. Hilfe. Scheiße. Ich muss mal gleich wieder schnell zum TS hier. Irgendwer will was von mir. Naja, dann gibt es noch den Ultimator HD. Ja, was soll ich dazu sagen? Der Kerl
hat halt so ein bisschen einen auf cool gemacht, so einen leichten Elotrix-Style hier angelegt und ein bisschen rumgeflamed in seinem Video. Ich meine, ich fand es jetzt nicht schlecht, weil es war wahrscheinlich auch mehr Ironie als ernst gemeint. Also fand ich das gar nicht mal so schlecht, weil eine schlechte Stimme hat er nicht. Einen guten Kommentierstil hat er eigentlich auch. Nur er sollte vielleicht mal aufhören, zu viel zu beleidigen und so, weil ich stehe da jetzt nicht so besonders drauf, wenn man da jeden, den man gerade abschießt, irgendwie als, weiß ich jetzt nicht, was beleidigt. Ich will es jetzt nicht sagen, also wisst ihr schon, was ich meine, so, ne? Das Wort mit H und so, ne? Kennt ihr ja alles. Und ich fand es so ein bisschen doof, dass er so schlechte Bewertungen gekriegt hat, weil ich meine, das ist ja wirklich ein bisschen übertrieben, weil das Video war eigentlich nicht schlecht. Er hat halt extra so ein bisschen einen auf arrogant gemacht. Das passt aber auch, weil ich meine, guckt euch mal bei VBT die ganzen Rapper an, die sich da gegenseitig battlen, die hauen sich ja auch die blödesten Sprüche vom Kopf. Und ich denke mal, das wird von ihm nicht so dermaßen ernst gemeint gewesen sein. So, und dann habe ich natürlich auch noch ein paar gute, also es gibt jetzt ja nicht nur so mittelmäßige und so eher lala-Typen, sondern es gibt natürlich auch ziemlich gute, zum Beispiel den Flame Pingo, den fand ich richtig gut, also den fand ich sehr sympathisch, hat eine super gute Stimme, hat sehr gut kommentiert, also da kann man eigentlich nicht viel gegen sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass, ja, der auf jeden Fall sehr weit kommen könnte in dem Turnier. Und dann haben wir noch den, wie hieß der, ach genau, da gab es noch einen richtig, richtig lustigen, und zwar diesen Eiswaffel, oder wie er heißt, der hatte so ein Gammel-Intro, da sind mir beinahe die Augen rausgefallen, weißt du, das war so ziemlich pures Augenkrebs und, keine Ahnung, weißt du, da pellen sich dir irgendwann die Sackhaare weg, wenn du da dieses Intro siehst. Ich hab mich erstmal voll erschrocken, weil es voll laut war, und dann war es ziemlich grässlich. Ja, so, das wollte ich nur mal kurz noch so anmerken. Also der Flame Pingo irgendwas war auf jeden Fall meiner Meinung nach bisher der Beste, der da so jetzt, weiß ich nicht, ist halt nur meine Meinung, die wollte ich einfach mal äußern. Bevor ich jetzt zu viel über andere quatsche, wollte ich noch mal kurz was über mich sagen. Ich selber bin auch schon Let's Player seit eigentlich längerer Zeit, habe aber damals auf meinem alten Kanal nicht so viel hochgeladen, also da wurde eher weniger hochgeladen und deswegen habe ich mir einfach mal einen neuen erstellt. Ich hatte damals zwar schon ein paar mehr Abonnenten, aber das war mir dann Schnuppe, weil mir sind Abonnenten nicht so wichtig, mir kommt es auf gute Videos an, weil ich auch da Spaß dran haben möchte, ich möchte mit den Leuten viel zusammen machen und ja, das zählt bei mir einfach und deswegen habe ich jetzt einen neuen Kanal, der heißt der Mentor LP. Könnt ihr ja gerne auch mal vorbeischauen, wenn ihr jetzt wollt oder auch nicht, das ist mir egal. Und ihr dürft natürlich auch gerne dieses Video bewerten, wie ihr wollt, ob ihr es gut findet oder nicht, das ist mir auch Schnuppe. Und ich weiß, ich kann reden wie ein Wasserfall, deswegen versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen weniger zu reden. Oh, cool. Ich kann die Kaktusse wegschießen. Bäm. Komm. Yeah. Also dieser Pflanzmod, muss ich sagen, ist schon ziemlich geil. Vor allem, ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Ich mache jetzt hier einfach mal so eine halbe Mod-Vorstellung draus. Könnt ihr auch mal eben hier so ein Flugzeug nehmen. Zack, dann klatscht euch das hier hin. Dann könnt ihr da einsteigen. Und dann könnt ihr hier so, yeah, voll krass abheben und so. Ich mach mal kurz andere Sicht. Oh, nee, das war falsch. Ja, genau, nee, hä? Wie kann man denn die Sicht ändern? Ah, so, genau. So, und dann könnt ihr hier eine Runde fliegen. Mit dem Flugzeug, da könnt ihr auch noch theoretische Bomben reinmachen und die abwerfen. Und so ein Kram alles. Und jetzt stürze ich einfach mal ganz spontan einfach mal ab. Mit so einem Sturzflug. Okay, das war nicht sehr schön. Es brennt sogar. Aber ich gehe nicht kaputt, das ist auch sehr lustig. So, jetzt habe ich diese lustige Sicht hier. Das ist übrigens mein Skin, der sieht auch sehr, sehr interessant aus. Kann ich euch mal so von vorne zeigen. Ich bin nämlich eine laufende Kamera. Und jetzt komme ich hier mit dem... Boah, das ist ja mal ultra. Bäm. Ich bin die gemeine Kamera mit dem wunderschönen Gedöns hier. Wie heißt das denn? Bazooka, ne? Ist das doch... Genau. Egal. Bevor ich jetzt weiter rumlaber, würde ich mal sagen, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und, was ist das hier eigentlich? Ich kann das gerade gar nicht zuordnen. Was soll das hier sein? Bin verwirrt. Naja, egal. Das habe ich hier nicht hingebaut. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich sage dann auf Wiedersehen und tschüss. Das war meine Vorstellung von mir. Ich bin der Mentor LP. Sage auf Wiedersehen und bis zu meinem nächsten Video. Tschüssi.